Wir wollen ein Rig konfigurieren. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann schauen wir uns einfach mal an, was so ein Rig kosten würde, wenn wir das konfigurieren, Chen. Wir machen auch so ein Einsteiger-Ding. Wir gucken wirklich mal, nach Preis und den ganzen Gedöns. Wir gucken mal hier rein. Also ich persönlich, ne? Ich würde 10 Euro mehr ausgeben, um eine Pedalplatte zu haben. Weil ganz einfach, du schon eine Unterlage hast für deine Hacken beispielsweise, wenn du einzelne Pedalen hast. Also nehmen wir mal das Track für 429. Packen wir das hier mal rein. So, dann gehen wir mal kurz nach Sitzen gucken. Wir wollen ja Budget bauen. Oh, das ist ein Banger. Ein Vollschale-Sitz für 254 Euro? Ui, das ist ein Banger. Oh, hier gibt es sogar auch noch einen für 244 Euro. Ui, das ist ja richtig gut. Weil nämlich die Sitze, die ich früher hatte, das waren FK, da hat man 2 Stück für 150 Euro gekriegt. Und da war das voll, pass auf, ich verstehe, dass wir auf dem Budget sind. Ich würde aber immer grundsätzlich jedem ans Herz legen, eine Vollschale zu fahren. Weil Lehnen, die man einstellen kann, die geben irgendwann beim Bremsen nach. Pass auf, wir machen jetzt mal 3 Optionen. Wir nehmen den mal jetzt mit rein, weil das ein Vollschale-Sitz ist für 244 Euro. Wir runden mal auf 245 Euro Sitz. Wir machen jetzt erstmal nur Budget. Was brauchen wir denn noch? Wir könnten mal nach einem Monitor-Stand gucken. Single-Monitor-Stand? Ja, ne? Also ich wäre ja schon fast dafür zu sagen, man baut sich erstmal ein Single. Weil wir sind ja ohne Budget. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt irgendeiner auf den Trichter kommt, bei Budget zu sagen, alles klar, ich gehe gleich Triple Screen rein. Also Monitor-Stand-Preise sind wirklich gut überall. Machen wir mal den mit rein. Das wären 170 Euro. Wir runden mal auf. Übrigens, Leute, wir gehen jetzt nicht nach Qualität oder was ich mal aufgebaut habe oder was ich präferieren würde oder, sondern wir gehen jetzt einfach nur rein nach Preis, weil meine Auswahl würde so nicht aussehen. So, wir brauchen Monitor-Stand, wir brauchen den Sitz, den haben wir brauchen das Rig. So, normalerweise für Einsteiger-Rig müssen wir ja natürlich auch nochmal was anderes kaufen. Die Seite müsste ich mal kurz mal öffnen. Und da sind wir ja nur beim absoluten Banger aktuell. Es gibt keinen anderen Banger. Und hier sind wir bei 579, VAT excluded. 579, naja, ist ja tippitoppi. Machen wir mal Copy Link und hauen den hier mal rein. Was haben wir jetzt? 579. Das übrigens, das Bundle, bin ich ganz ehrlich, holt mich immer noch am meisten ab von allen. So, was brauchen wir denn noch? Sollte man einen Monitor mit dazu zählen oder sollte man einen Monitor exkludieren? Ich meine, die meisten Leute haben ja einen Monitor und einen Rechner da, oder? Das sind ja nur wirklich Dinge, die wir exkludieren können, dann an der Stelle. Pass auf, wir machen jetzt mal hier einen Strich und dann rechnen wir das mal aus. Kalk. 429 plus 245 plus 170 plus 579. Sind wir bei 1423 Euro, wenn PC und Monitor vorhanden sind. Das Geile ist, wir müssen jetzt halt aufgrund der Tatsache, dass der Sitz ein Schalensitz ist, müssen wir keine weitere Sitzvariante anbieten. Jetzt ist halt die Frage, man könnte halt noch Geld sparen. Man könnte Geld sparen, wenn man sich beispielsweise einen Rig, also man kriegt von diesen Rigs auch Bebauungspläne oder also ne, wie man die Dinger baut und man könnte das sich die Abmaße nehmen und das in einer Alubude bestellen und würdest du vielleicht nochmal 20 oder 30 Euro sparen. Also diese Option würde bestehen. Du könntest beim Sitz sparen, wenn du irgendwo im Internet mal ein bisschen guckst, ob du irgendwo einen Gebrauchten findest, weil einige Menschen wollen auch Gebrauchte loswerden. Oder du kannst dir auch einfach, wenn du Bock darauf hast, auf einen Schrotti dir einen Sitz holen. Die Möglichkeit besteht auch, da kannst du auch Geld sparen. Aber das können wir jetzt natürlich schwer verrechnen an der Stelle, ne? Also die Möglichkeiten bestehen. Monitor-Stand ist genau dasselbe wie beim Rig. Kannst du einfach loslegen. Beim Rig war die Sitzhalterung mit dabei. Warte, wir gucken. Die Auflage ist da, aber keine. Nee, du hast recht, keine Schienen. Aber die kosten 30 Euro. 40 Euro. Das machen wir mal bei Sitz. 40 Euro Sitzhalterung. Also rechnen wir noch 40 Euro drauf, dann sind wir hier bei 63. Also 1463, wenn PC und Monitor vorhanden sind. So, jetzt Schiene musst du auch noch extra kaufen. Ja, ich mache jetzt, also Leute, wir rechnen mal wirklich basic. Leute, nur basic.
Und Basic, das alles, was jetzt da, was ihr gerne hättet, mit Sitzschiene unten drunter machen und so, das ist alles fancy extra Stuff. Und den lassen wir jetzt weg. Also wir gehen wirklich auf Basic, du schiebst das dahin, hast eine Sitzposition fertig. Weil wir wollen das ja so günstig wie möglich anbieten. Ne? Also wir wollen ja wirklich so günstig wie es geht bei wegkommen. Und ich denke, auf 1400 Euro, man könnte, glaube ich, wenn man vielleicht nicht einen Moser R5 nimmt, sondern mit einem T300 anfängt. Bei Volvo, also wo kommen wir denn bei einem T300 raus? 300 bei Amazon. Das heißt, wenn wir jetzt mal das hier nehmen und das dahin packen, und dann sagen wir einfach T300-Bundle. Auf was würden wir denn kommen? 1184. Wenn PC und Monitor vorhanden sind. Wenn das Budget noch tighter ist. Wo könnte man denn jetzt noch Geld sparen? Eigentlich nirgendwo. Also wenn wir wirklich noch günstiger gehen wollen, dann können wir halt, der Sitz ist ein sehr teurer Posten, den können wir runter machen. Aber ich sag euch, wie es ist. Fahrt von Anfang an den Schalensitz. Tut euch den Gefallen. So, damit wären wir bei... Ach nee, den Monitor-Stand können wir ja dann auch nochmal rausnehmen. Oh, dann sind wir sogar noch günstiger bei weggekommen. 1055 Euro. Und wir könnten sogar 1055 Euro noch weniger machen, wenn wir auf den Sitz verzichten. Also am Sitz können wir noch richtig viel Zaster sparen. Also sagen wir mal, wenn du dir vom Schrotti für 30 oder 40 Euro einen Sitz holst, kommst du unter 1000 Euro weg. Bauen wir mal diese Variante auch noch. Wir machen mal den raus hier und sagen mal zwischen, wir sagen einfach mal 50 Euro. 50 Euro Sitz vom Schrottplatz. So, bei wie viel sind wir denn? On a budget. Bist du bei 860 Euro on budget? Und dann machen wir nochmal eine mit DD. Bist du bei 1100 mit einer DD? Beim Schrottplatz kriege ich einfach einen Zwacken. Ja, ich rechne jetzt einfach mal so als Durchschnitt ein 50. So. Das ist doch, sind doch keine schlechten Preise. Also man schafft unter 1000 Euro. Also wäre eine Möglichkeit. Wie nachhaltig ist das, wenn man upgraden möchte? Das ist alles Alu. Also alles upgradebar. Deswegen kaufe ich ja, also deswegen empfehle ich auch nie jemanden, dass er was anderes kauft außer ein Alu-Rig. Ich denke, daran kann man sehen, dass der Markt sich sehr verändert hat. Weil zu meiner Zeit, als ich begonnen habe, war das nicht möglich. Also, naja gut, das hier schon. Das hier schon, aber das hier nicht. Also um Längen nicht. Da war die günstigste DD, kostete schon 1400 Euro. Also da hat nur die DD so viel gekostet. Und da gab es auch keine Schalensitze für 245 Euro. Also das ist schon ziemlich geil.